Ich grüße Sie ganz herzlich, liebe Fußballfans. Willkommen im Stadion. Mein Name ist Manni Breukmann. Neben mir Frank Buschmann und mir ist ganz weiß vor Augen. Tja, das hat ein bisschen was von Sibirien hier im Stadion heute. Frau Holle ist dabei. Also, boah, es ist mächtig kalt und so zwischendurch sollten wir uns ein Teechen gönnen. Und der muss jetzt rein! Er hält ihn fest. Er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Ganz sicher hat er das gemacht. Frank Lampard am Ball. Ja, der Schiedsrichter sagt, das war ein Foul. Und damit gibt's Freistoß gegen Tottenham. Jetzt weiß der Junge Bescheid, beim nächsten Mal wird es sie geben, die Karte. Aber Manni, für mich sehr, sehr gut vom Schiedsrichter gemacht, dass er den Karton noch stecken lässt und das erstmal mit dieser Ermahnung versucht. Anelka. Und nun Drogba. Attacke mit Grätsche. Vorsicht, gut gemacht. Und jetzt weg damit. Pavela jetzt in Zweikampf. Klare Sache, Einwurf. Peter Crouch. Die Anziehung. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß gegen Chelsea. Foulspiel. Kopfball. Tja, für sowas sagt der Torwart Dankeschön. Frank Lampard am Ball. Wenn du den als Stürmer im Rücken hast, dann gibt's die idealen Pässe. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Der Schiedsrichter signalisiert, das lasse ich nicht durchgehen. Ein Torjäger sieht gelb, Buschi. Ja, und jetzt muss er aufpassen, denn wenn die alles wollen, dann nur nicht, dass ausgerechnet er vom Platz muss. Da ist er, der Freistoßspezialist. Er ist drin! Die wichtigste Voraussetzung für den Torwart, den Ball zu halten, ist, dass er ihn überhaupt sieht. Ja, und das natürlich hier im Schneegestöber eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also, kurioses Ding. Die Fans des FC Chelsea sind zufrieden. Ihre Mannschaft liegt hier vorne. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Beim Fußball musst du in jeder Situation hellwach sein. Das war er hier nicht. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Jetzt dürfen sie ziemlich nah am gegnerischen Tor einwerfen. Dawson. Huddlestone. Jermaine Defoe. Pass in den Strafraum. Gut abgefangen. Und er gibt abseits. Er gibt abseits. Ich weiß nicht, ob das nicht noch gleiche Höhe war. So, das ist abseits. Brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Und nun Drogba. Man weiß es ja vorher nie so genau. Was bringt er heute, Frank? Der ist nicht nur vorne brandgefährlich, der arbeitet auch gut nach hinten und zerstört so das Aufbauspiel der Gegner. Er attackiert. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Ein sehr schöner Pass. Und der Angriff wurde gestoppt. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Foul, ja, Freistoß gegen Tottenham. Also der Schiedsrichter weiß wirklich, was er tut. Jetzt ermahnt er ihn. Und gleich, wenn es so weitergeht, gibt es eine Karte. Ja, und jetzt muss er sich von der Spielweise her natürlich ein bisschen drauf einstellen, muss sich ein klein wenig zurücknehmen. Modric. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Und jetzt haben sie... Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Einwurf jetzt. John Obi Mikel. Malouda. Sicher in der Ballbahn. Achtung! Diese Geste ist eindeutig. Der Schiedsrichter gibt Elfmeter.
Eine Wahnsinnsparade. Aber schau mal, wie er da die Ecke geahnt hat. Super. Modric. Bitte Crouch. Ja, da hat er sich exzellent durchgesetzt. Schöne Flanke. Die Abwehr steht sicher, fängt die Flanke ab. Anelka. Das war eine weiße Grätsche, die sogenannte Schneegrätsche. Frank Lampard am Ball. Essien. Anelka. Das nennt man wohl modernes Torwartspiel. Ja, perfekt. Das ist eine richtig gute Aktion. Ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Der Torwart jetzt mit einem Solo auf eigene Faust sozusagen. Das kann ins Auge gehen. Es hier. Und der Gerät stellt den Gegner hinein. Da kommt die Chance für Chelsea. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Da springt er wie ein Springbock. Und die Grätsche geht ins Leere. Modric. Ja, da kommt was auf. Naja, er hat es halt mal versucht aus dieser Distanz. Peter Crouch. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Jetzt greift er den Gegner an. Und nun Drogba. Ja, da war der Schnee ganz hilfreich. Und der muss drin sein! Der Unparteiische zeigt auf den Punkt. Strafstoß. Elfmeter. Und nur ein gelbes Kärtchen. Und die schimmert aber mindestens orange. Oh! Nicht viel Heckmeck. Ohne Nerven verwandelt dieser Elfmeter. Sensationell, ohne jedes Nervenflattern. Chelsea kommt. Der Schiedsrichter schickt die Mannschaften in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Ein guter erster Durchgang. Siehst du das auch so, Frank? Ja, aber es wird diskutiert werden, Manni, über diesen Elfmeter. Für zwei Spieler hat das Aufwärmen ein Ende. Sie sind jetzt auf dem Platz. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Granica. Aaron Lennon. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Klasse, wie er den reingebracht hat. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Choluca. Und nun Pavlyuchenko. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Er greift ihn hartnäckig an. Und nun Pavlyuchenko. Chelsea kontrolliert die Kugel. Er attackiert, er will den Ball. Sehr elegant, Frank Lamperts Sprung über die Grätsche. Ja, das ist nicht nur Teamwork, das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Chelsea kontrolliert die Kugel. Und schon wieder eine Grätsche. Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Da springt er hoch und der Gegner grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht.
wohl dem, der über ein gutes Auge verfügt. Ja, mit dem Fuß zu zielen, das ist schon verdammt schwer. Freistoß gegen Tottenham Hotspurs nach Foulspiel. Und da sieht er gelb. Zu Recht. Mit dem Kopf. Sie verzweifeln. Ganz knapp daneben dieser Ball. Ach, der muss eigentlich passen. Der muss sitzen, der Kopfball. Frank Lampard am Ball. Ja, der Schiedsrichter sagt, das war ein Foul. Und damit gibt es Freistoß gegen Tottenham. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Ungenauer Pass von Didier Drogba. Er landet beim Gegner. Und nun Pavlyuchenko. Er sucht den Abschluss. Da könnte was... Ich weiß auch nicht, ob er Befehle aus dem All kriegt, aber er steht immer genau richtig. Das ist Instinkt, Manni. Das hat mit allem nichts zu tun. Das ist einfach Instinkt. Und nun Drogba. Da bearbeitet er den Gegner. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Das lieben sie hier im Stadion. Oh, das war ein Foul. Und er hat schon gelb. Die zweite gelbe Karte, er muss runter. Ja, und damit schadet er seiner Mannschaft. Jetzt wird es noch mal kribbelig. Ja, der Pass kommt an. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Meine Güte, was ist da rumgerüpelt worden? Körper betont ohne Ende dieses Fußballs. Er gibt den Freistoß. Der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat. Aber er wechselt. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Chelsea kontrolliert die Kugel. Und nun Drogba. Attacke auf den Gegner. Kabele. Das ist eine gute Möglichkeit für ein Freistoßtor. Er gibt eine rote Karte. Normalerweise würde ich immer sagen, okay, ist in Ordnung. Aber der Schnee... Ja, ganz genau, Manni. Also ich bin mir relativ sicher, dass das auf normalem Boden nicht passiert wäre. Das ist einfach rutschig und da passiert sowas. Das taktische Konzept ist aufgegangen, aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Boah, da hat nicht viel gefehlt bei dem Freistoß, Frank. Zentimeter, Zentimeter. Große Statistik, die Ballbesitzstatistik. Aber von einem Vorteil für eine Mannschaft ist hier, das sehen wir, nicht zu sprechen. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Super gespielt, der Ball. Tja, die sollte bananenmäßig werden, die Flanke. War aber leider nur Fallobst. Da passte ja überhaupt nichts zusammen bei diesem Schuss. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Aggressives Tackling. Da lässt der Vorteil gelten für Chelsea. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Und da geht er vehement in den... Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Chelsea ist im Ballbesitz, aber die Zeiger der Uhr, sie schleichen. Anelka. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Ja, entscheidet auf Einwurf. Das muss man mal deutlich sagen. Der Trainer hat bislang alles richtig gemacht. Wir hoffen, dass er mit dieser Einwechslung auch richtig liegt. Und da attackiert er ihn. Jetzt greift er den Gegner an.
Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ein wunderbarer Ball. Achtung! Ups, den verzieht er aber. Ja, aber da stand da auch alles andere als optimal zum Ball. Das kann er. Mann, oh Mann, der hatte schon gelb gesehen und geht dann so in diesen Zweikampf. Da kommt es ja ins Spiel, das Fingerspitzengefühl. Hat er das gehabt, der Schiedsrichter, bei dieser roten Karte im Schnee? Nein, absolut nicht. Genau das ist der entscheidende Punkt. Auf diesem Rasen, wo diese Zuckerschicht Schnee drüber ist, da kann sowas aus Sicht des Verteidigers einfach passieren. Jetzt will der Torwart zeigen, dass er ein Dribbelkönig ist. Hoffentlich geht das gut. Wunderbar, müsste abseits sein, ja. Ich habe ja immer die Horrorvision, dass der Ball ihm durch die Beine rollt. Aber das hat er ganz, ganz locker gemeistert. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor gerollt wäre, so mau und lasch wie der war. Da bearbeitet er den Gegner. Macht er ihn rein! Oh, da werden sie sich ärgern. Das sah vielversprechend aus. Und dann kam das Foul. Das war eine klare Sache. Da geht der Rot auf weißem Untergrund. Ja, das war schon ein hartes Foul, aber du hast schon angesprochen, Manni. Ich glaube, dass der Untergrund da eine erhebliche Rolle spielt. War auch ein bisschen unglücklich. Jetzt geht nichts mehr. Der FC Chelsea hat die Partie gewonnen. Manchmal kann ich das überhaupt nicht verstehen. Sie wollen auch ein Freundschaftsspiel nicht verlieren. Der Ehrgeiz ist da. Ja, obwohl es ja im Grunde...